Hallo, willkommen bei Conny Canarias. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal in einer anderen Ecke wieder unterwegs, hier in Playa del Inglés. Ihr werdet es sicher erkennen. Hier haben wir das Hotel Maritim Playa. Und wir gehen jetzt mal einen Sprung in die Caspa. Denn es geht ja weiter mit meiner Geschichte. Ja, hier in dieser Ecke muss ich euch sagen, habe ich 19 Jahre zugebracht. Und zwar zum Arbeiten. Gut, nicht ganz 19. In dieser Zeit hatte ich auch meine beiden Kinder und war dann doch ein paar Jahre zu Hause bei meinen Kleinen. So, hier ist der Eingang zum Hotel Maritim Playa. Da habe ich ja auch schon drüber berichtet. Und ich nehme euch jetzt mal mit in die Caspa rein. Das Wasser sieht man von hier. So, ja, hier sieht im Prinzip alles gleich aus. Vorne die Burgerläden, die für nach der Party sozusagen. Und ein paar Boutiquen hier, die sind neu. Da waren früher dann Parfümerien drin und andere Sachen. Ja, auch hier gibt es Leerstand, klar, wie überall. Und klar, hier die alten Einkaufszentren. Ja, das ist alles schade, traurig. Aber gut, was will man da machen? So, hier ist ja jeden Tag, glaube ich. Ich gehe mal gerade aufs Schild schauen. Tanz. Also, schauen wir mal. Also, ich denke mal, jeden Abend. Im Winter 7 bis 8. Und dann nochmal 8:30 bis 9:15. Also, verschiedene Zeiten. Und im Sommer verschiebt sich das halt alles um eine halbe Stunde oder so. So, wir gehen wieder hier hoch und jetzt zeige ich euch mal unsere alte Bar. Ja, das hier oben, das ist natürlich auch allerübelst und das ist schon ganz lange so übel. Verstehe ich auch nicht, dass da nichts gemacht wird. So, hier diese Stühle, da sind noch unsere. Das war unsere Bar, natürlich nicht in grün. Anfangs war hier alles schwarz-lila. Das war damals modern. Aber das hier ist noch unser Dach, unsere Markise. Alles das haben wir noch machen lassen. Und ja, hier ums Eck rum. Also wie gesagt, unsere war anfangs schwarz-lila. Dann haben wir das Ganze geändert. Dann sind wir irgendwann auch zu diesen Stühlen gekommen, damit die Leute bequemer sitzen. Und ja, war eine aufregende, eine tolle Zeit. Auf jeden Fall möchte die Zeit auch nicht missen. Klar, wir haben viel gearbeitet, natürlich.
Und das muss man auch, wenn man sich irgendwie ein bisschen was aufbauen will, da gehört das dazu. So, hier haben wir ja den großen Eingang direkt gegenüber von der Kirche. Und ja, auch hier gegenüber die andere Ruine. Ja, das ist nicht fein, ist nicht schön. Aber ich hoffe, dass sich da ja irgendwann mal was tut. Die Metro, die muss ja abgerissen werden. Und ja, schauen wir mal. Aber wir gehen jetzt trotzdem noch mal hier eine Runde durch. Und Musik läuft immer noch aus den 80ern. Ja, so muss das sein. Das ist was Feines. So, und hier in der Ecke ist ja die bekannte Garage, The Garage. The Garage Pub. Ja, lang ist's her, meine Güte. Seit 1970 gibt es den Laden. Und ich weiß noch, was hier immer los war. Ja, die Lädchen hier sind nach wie vor die gleichen, nur dass sich die Artikel ein bisschen verändert haben. Denn damals gab es ja noch keine Handys. Das heißt, man brauchte keine Handyhüllen. Aber ansonsten ist hier alles gleich schön. Ja, so sind sie, die alten Zentren hier. So, hier haben wir den anderen Eingang bzw. Ausgang. Und hier haben wir ja El Gaucho, da war ich ja schon mal drin zum Aufnehmen. Das sieht ja auch alles recht nett da drin aus. Steakhouse. Also könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. Ja, die Bar hatten wir 19 Jahre lang. Und als es dann mit dem All-In in den Hotels anfing, dann ging auch da der Verkauf runter, wie bei allen Bars und allen Restaurants. Hat sehr vielen geschadet hier. Und deswegen denke ich mal, es gibt hier so viele Restaurants. Es reicht, glaube ich, wenn man Frühstück mit dazu nimmt im Hotel und probiert dann abends die Leckereien auf der Straße. Ja, einige Namen von den Bars haben sich natürlich geändert in der Zeit. Zum Beispiel hier das China White, das war früher das Malibu Beach. Ja, das ist her. Weiß nicht, ob jemand sich da noch dran erinnern kann. Das war also 85 hieß das oben Malibu Beach. Und dann hier oben war ja die, das ist sozusagen die Heavy-Ecke. Da ist noch der Turbo Pub. Also Hard Rock, Hard and Heavy. Da kommen die Hard Rocker auf ihre Kosten. Und das hier drüben, hier diese Ecke, wo jetzt diese Heineken-Flasche zu sehen ist, das war früher das Rainbow. Ja, das alte Rainbow. Auch mehr Hard Rock. Also es sind einige unter euch, die kennen das garantiert. Oder Ralf, was meinst du? Denn du warst ja früher auch hier sehr oft unterwegs. Ja, unsere Bar, die hieß früher Plus. Das war der Plus Pub. Und wir hatten immer nur abends geöffnet. Teilweise ging es bis 2, 3, 3:30. Also wir hatten richtig gut zu tun.
aber es hat auch Spaß gemacht. Also ich muss sagen, wir haben damals super Material gekauft, weil es steht immer noch, ist nichts kaputt. Das war auch damals nicht billig, das sage ich euch. Ja, und hier hinten dran sind so ein paar Fastfood-Läden, auch hier. Die waren früher da alle nicht. Da waren mehr Geschäfte. Inder mit ihren Uhren und später dann Telefone. Und hier war ein Club drin, die Posh Bar. Ja, ein Club. Aber auch schon lange nicht mehr. So, nach oben, also nach oben gehe ich nicht, denn oben ist es nicht besser. So, und früher bin ich dann, als meine Kinder dann auf der Welt waren, bin ich dann immer hier diesen Weg runtergelaufen mit Kinderwagen. Abends, weil hier sind die Kinder abends unterwegs, natürlich auch tagsüber, aber auch abends. Die Kinder hier, die gehen nicht um 6:30 schlafen oder um 7, nein. Die Kinder sind bis 11 dabei oder noch länger. Deswegen, ja, Spain is different, aber so ist das. Und ich bin also dann... Ja, später irgendwann dann um 7 oder um 7:30 bin ich hier runtergefahren mit meinen Kindern. Erst nur mit einer, dann mit beiden. Und bin dann ein bisschen hier spazieren gegangen. Hier unten an der Strandpromenade. War dann noch eine Weile da, damit sie bei ihrem Papa ein bisschen sein konnten. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ja, so war das. Andere gehen halt in den Park und ich gehe halt mit meinen Kindern in die Bar. Klar, mag sich nicht so toll anhören, aber ich muss euch sagen, es ist toll. Aus beiden ist was super Tolles geworden. Meine Tochter ist Ingenieurin. Mein Sohn ist 3D-Modellierer, also ist alles gut und ich glaube nicht, dass ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Im Gegenteil. So, hier haben wir Apartamentos Las Arenas. Da habe ich ja schon mal von oben eine Aufnahme gemacht vom Dach. Und ja, ich glaube, das war die erste Apartmentanlage, die hier gebaut wurde. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber könnte stimmen. So, das war mal so viel zu meiner Geschichte, ja, mein zweiter Teil. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch, mir da ein bisschen zuzuhören. Natürlich wird es einige geben, die sagen, oh, was ist das jetzt schon wieder, interessiert mich überhaupt nicht. Dann einfach nicht anschauen, sage ich. So, und mit diesem Blick hier zur Kaspar rüber sage ich dann auch Tschüss und ich denke mal, es wird noch einen dritten Teil geben, weil ich bin ja noch nicht fertig mit Erzählen, aber ich glaube, das langt jetzt.
So, dann sage ich, macht's gut. Bis bald.